So, liebe Freunde und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu... Jetzt nimm doch mal endlich den Finger aus der Nase, das ist doch widerlich. Und wasch dir die Finger, bevor du gleich den Like- und Abo-Button drückst, du. Wie dem auch sei, Freunde. Nachdem ich euch in der letzten Folge danach gefragt habe, ob ihr denn mehr zu diesem Projekt sehen wollt, war eure Antwort darauf relativ klar gewesen. Kannst du mal bitte FNAF spielen? Nein, wir spielen kein FNAF! Auf jeden Fall ein recht herzliches Willkommen zurück zu Alien Survival. Falls ihr die erste Folge übrigens noch nicht gesehen haben solltet, verlinke ich euch die hier oben mal in der Infokarte. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, Leute. Nachdem wir uns in der letzten Folge todesmutig durch den Keller gekämpft haben, geht es für uns heute in der Abfindung mit ganzen drei verschiedenen Leveln weiter. Optionale Ziele: löschen Sie die Serveraufzeichnungen, schalten Sie das Überwachungssystem ab und regeln Sie die Jalousien ab. Denn wir wissen alle ganz genau, die Jalousien werden dieses Vieh auf jeden Fall aufhalten, Leute, da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist genau dasselbe Prinzip wie versteck dich unter der Bettdecke, da finden dich die Monster nicht, oder was? Sehr verehrte Damen und Herren, schön, dass Sie ein weiteres Mal auf unsere wunderschöne Sevastopol-Raumstation gefunden haben. Bitte achten Sie auf schussmütige Marines, Androiden, die Ihnen lieben gerne das Genick brechen wollen und die über Ihnen liegenden Lüftungsschächte. Was da genau drin ist, learning by doing. Herzlich willkommen zurück auf jeden Fall zu Alien Isolation im Survival-Mode, liebe Freunde. Wir werden uns natürlich ein weiteres Mal wieder ein wenig umschauen. Oh, guck mal, scheinbar hat es den Typen doch schon zerlegt, liebe Freunde. Da war wohl jemand anders ein bisschen schneller gewesen. Gut für uns, dann haben wir es wenigstens nur mit unserem komischen Pimmelkopf wieder zu tun. Also, liebe Freunde, let's go. Ja, natürlich ist er schon wieder unterwegs, Leute. Aber weißt du was? Weißt du was? Ich springe hier einfach direkt hinein, Leute. Der ist im Lüftungsschacht, aber zum Glück nicht in unserem Lüftungsschacht, hoffe ich zumindest mal. Sonst haben wir echt ein dickes, fettes Problem, liebe Freunde. Er hampelt da hinten noch irgendwo rum. Okay, okay, okay. Dann gehen wir mal eben kurz rein. Ich muss mal eben ganz kurz Päuschen. So, den Flammen. Alter! Das war eine freudige Begrüßung. Hier müssen wir rein. Da. So, im Kino sind wir hier gelandet. Sieht ein bisschen aus wie meine Zuschauerschaft, Leute. Ich glaube, der Film war nicht sonderlich gut gewesen. Okay. Nein! Oh nein, die Viecher! Nein! No, 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 no! Okay, 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 warte, warte, warte. Hier war doch irgendwo, warte. Da rein! Oh, reiner, 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 reiner. Das waren wieder diese Facehugger gewesen, Leute. Die dir immer ins Gesicht springen und dann irgendwelche Eier in dir ablegen. Du hässliches Vieh, Alter. Du laufende Vagina mit Schwanz. Was ist mit dir? Hast du auch noch was für mich? Ja. Darf ich mir nochmal einen Schluck von einem Bierchen nehmen oder so? Na, scheinbar nicht. Strom wiederherstellen. Strom wiederherstellen. Ja, ihr seid Witz. Ach, da. Ich kann hier natürlich nicht rüberklettern. Ich muss erstmal die Tür aufmachen. Volldepp, ey. Wo ist unser kleiner Pimmelkopf doch? Der ist gerade relativ zurückgehalten, ne? Also irgendwie, weiß ich nicht. So, komm schon, komm schon, komm schon. Zack, Strom wieder an. Und lass mich raten. Der ist echt nicht da. Der ist nicht da, Leute. Dann nutze ich das halt. Nein, wo, 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 da. Oh, du hässliches Vieh. So, warte. Hier durch? Muss ich hier, da, irgendwelche... mal wieder irgendwelche random Knöpfe. Wird schon richtig sein, Leute. Regeln die Jalousien ab. Ich glaube, das wird irgendwie nichts mehr heute. Er ist da, Freunde. Okay, hier rein. Was? Der hat mich gesehen? Niemals. Never. Never ever. Da ist ein Lüftungsschacht. Ah! Verpiss dich! Nein! Was? Was war das denn für eine Assi-Aktion? So, ich habe keine Ahnung, wo uns das Vieh beim letzten Mal gesehen hat. Da bin ich wirklich überfragt. Keine Ahnung, da hat uns wohl irgendwie noch unserem Hintern irgendwie um die Ecke huschen gesehen oder sowas. Ich habe so eine Ahnung, wo der jetzt ist. Der ist... Oh, da ist der. Der war da gerade im Raum. Der hat da kurz um die Ecke gelugt. Schön weiter, schön weiter... Immer schön dem Sensor weiter hinterher. Der Sensor weiß alles. Der Sensor weiß, was gut für uns ist, Leute. Das ist unsere Mutti.
Er ist hinter uns. Verbiss dich. Hier rein. Der muss auch immer dann um die Ecke kommen, wenn ich es gar nicht gebrauchen kann, ne? Komm schon, Kollege. Löschen Sie die Serveraufzeichnung. Wird vermutlich jetzt nicht mehr klappen. Der ist da direkt hinter der Tür, ne? Mann, warum ist er immer da, wo ich gerade hin will? Okay, warte mal. Ich hätte hier eventuell kleine Spielerei für dich, wenn du mal Lust hast, du. Geh mal gucken, was das da ist. Er macht sich auf den Weg. Oh, geh mal gucken, was da ist, Alter. Wir haben wieder alle optionalen Ziele verfehlt. Ich würde sagen, wir gehen ab in den Fahrstuhl. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt hier aufgenommen habe. Es wird aber reichen! Also, wenn unser werter Herr Kollege da gleich mit seinem Pimmelkopf in den Fahrstuhltüren so feststeckt, dann würde es mich jetzt nicht wundern. Gesamtzeit 6 Minuten. Es geht aber immer relativ schnell, meine Güten. Die Folgen, die werden viel zu kurz. Ey, was mache ich denn da? Muss ich die Folgen jetzt ja noch irgendwie strecken, ne? Mache ich einfach 10 Minuten Blackscreen hinter, würde ich mal sagen, oder? Ja, mache ich. Okay, Leute, ich habe mich gerade nochmal dazu entschlossen, nochmal einen weiteren Versuch zu starten, indem wir einfach mal versuchen, die optionalen Ziele ein bisschen mitzunehmen, weil für das Hauptziel, also den Fahrstuhl zu erreichen, das... Darf ich auch mal ausreden? Geht's mal aus meinem Raum raus? Ach komm, ist mir auch egal, komm, rein hier. Ich würde jetzt nochmal ganz gerne versuchen, die optionalen Ziele mitzunehmen. Das Hauptziel, in den Fahrstuhl hier halt zu kommen, da hast du eh eine halbe Stunde für so. Und ich kann mir vielleicht denken, dass es hier vielleicht irgendetwas gibt. Ne, warte mal. Was war das denn gerade? Ist okay. Ich glaube, der ist noch ein bisschen stinkig wegen dem letzten Versuch, ne? Schöne Fingernägel hast du. Ich würde sagen, wir machen einfach da weiter, wo wir gerade eben aufgehört haben, liebe Freunde. Also, wo geht's hier eigentlich hin? Sieht doch eigentlich ganz interessant aus. Schauen wir mal, Leute. So, warte mal, wo ist der? Den habe ich hier gerade irgendwie so überhaupt nicht auf dem Schirm. Absolut keine Ahnung, wo ich hin muss. Also, wo ich diese extra Aufgaben erledigen kann, du. Habe ich echt keine Ahnung. So, guck mal hier, sag mal, was ist das denn hier? Mein Aufnahmecomputer, Leute, let's go. Oh, hier. Das sind die Serverdaten, richtig? Yeah, sehr gut. So, wenn wir es jetzt noch rausschaffen, dann haben wir, glaube ich, schon eine halbe Miete, oder? Sicherheitszugangsgenerator. Ist das eine gute Idee? Hör auf, leg das weg. Der hat uns nicht gesehen. Weil der in die falsche Richtung geguckt hat. Wir wollen kein Aufsehen erregen, Leute. Ich will nicht auf seinen Schwanz trabbeln. Meine Güte, merkt er das eigentlich, wenn ich darauf trampel? Das ist dann wie beim Hund, dann erschreckt er sich kurz. Und schau, alles klar. Let's go und wir gehen wieder zum Sicherheitszugangsgenerator. Also, das war der hier, dann einmal der und dann einmal der. Sehr schön. Vermutlich kommen wir da. Hier waren wir doch eben schon gewesen. Warum habe ich die Tür überhaupt aufgemacht? Oh, der ist im Raum. Der ist da im Raum. Da ist ein Lüftungsschacht. Der könnte uns vielleicht irgendwo hinführen. So, wir huschen hier erstmal ganz kurz rein. Führt er uns hier... Ne. Kommt der hier rein? Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass er hier mal reinkommt. Dann haben wir noch mal ein bisschen Action, Leute. Lass uns mal weiterschauen. Wo führt uns das Ding hier hin? Wahrscheinlich wieder genau in denselben Raum, wo wir eben schon gewesen waren. Das bringt uns hier, glaube ich, nicht sonderlich weiter. Aber ich... Dieses Viech, ne? Dieses Mist. Hocke ich hier in meiner kleinen Luke drinne. Ah!
Damit habe ich nicht gerechnet. Gut. Liebe Freunde, mit dieser herben Enttäuschung gehen wir jetzt aber zurück in die Endcard. Also Leute, mal ganz ehrlich, wenn ihr mal wieder so richtig Nervenkitzel braucht und einfach gelangweilt seid von diesen ganzen Mobile-Horror-Games und Evil Nun und Five Nights at Freddy's und so, ganz ehrlich, holt euch einfach mal Alien Isolation. Das gibt's für Konsole, das gibt's für PC, das gibt's eigentlich auf sämtlichen Plattformen. Holt euch das Ding einfach mal und spielt es. Ich verspreche euch, ihr werdet danach die Hosen voll haben. Wer aber auf gar keinen Fall die Hosen voll hat, ist ein weiteres Mitglied hier bei uns auf dem Kanal, und zwar der oder die gute Portality auf der Stufe Toastbrot, seit 2 Monaten mit dabei. An dieser Stelle natürlich mal wieder vielen Dank für deine Unterstützung, und wenn du da vor dem Bildschirm auch gerne mal gegrüßt werden möchtest am Ende des Videos, einfach Mitglied werden, ist auch egal auf welcher Stufe, und ich suche mir wie am Ende jedes Videos zufällig jemanden raus, der dann gegrüßt wird. An dieser Stelle aber vielen lieben Dank fürs Zuschauen, vielen lieben Dank fürs Dabeisein, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin! Und tschüss, euer Tobi Toast.